Herzlich willkommen bei Watch Dogs. Wir befinden uns noch vor dem Milo und sollen das Hotel infiltrieren, um Lucky Quinn zu erwischen, der schuld für die ganze Miserie ist. Er hat den Auftrag gegeben, unsere Familie zu töten. Und naja, jetzt wollen wir uns Antworten holen, warum. Erreichen Sie Quinns Büro, okay. Ich geh mal nachsehen! Idiot! Tada! Ausgeschaltet. Idiot. Ganz schön doof, nicht zu merken, wenn einer an dir vorbeischießt. Musst du wenigstens die Patrone irgendwie an einen vorbeisummen hören oder sowas. Trottel. Fahrstuhl, öffne dich. Masse. Immer noch welche von da. Hab ich jetzt auf mich geschossen? Ich sehe ihn nicht. Na? Gut. Er war irgendwo da drüben. Los. Das klang vom Schießen her nicht so wie einer von denen hier. Wo versteckst du dich, mein Freund? Ach, da. Okay, dann halt so. Was soll denn das? Warum so widerspenstig? So, schauen wir nochmal ganz kurz. Vielleicht liegt hier hinten noch irgendwas rum. Nee, das ist nur der Hinterausgang. Okay. Ja, ich betrete ein Sperrgebiet, das ist mir durchaus bewusst. Das ist gerade ziemlich interessant. Und auch so auffällig mit dem Fahrstuhl fahren, unglaublich. Pass besser auf, er hat doppelte Wachen. Er erwartet dich wohl. Gut. Nicht gut. Als ob ich nur eine Pistole hätte. Hallo, Mr. Pierce. Sie nehmen Warnungen nicht gern an. Sie sollten doch eigentlich wissen, wann es vorbei ist. Der Hit, den Sie beauftragten. Meine Nichte starb in dem Auto. 6 Jahre alt. Oh. Deshalb also dieser ganze Aufstand? Sie müssen verzeihen. So viele Leute kommen mit ihren kleinen Problemchen zu mir. Ja, da kommt man schon mal durcheinander.
Tada! Hatte ich ja schon mal fürs erste ein Stückchen gesäubert. Anvisiert! Mann, oh Mann. Schauen wir mal ganz kurz auf. Boah, zum Glück sterben diese Großen trotzdem. Naja, zumindest mit diesem dicken Scharfschützengewehr nach dem ersten Schuss. So. Scharfschützenexperte und Automatikexperte. Bälle in Na toll. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Höhere Genauigkeit. Ja, das wäre natürlich schön gewesen. Naja, haben wir jetzt nicht. Ist halt so. Aber können wir das hier wenigstens aufleveln? Mal den Fokus Boost auch mal hoch und hier das. Das, jetzt fehlt uns echt nur noch eine Sache. Dann haben wir ausgeskillt. Na gut. Schauen wir mal. Ich suche mir ein Ziel. Du suchst hier also ein Ziel. Ich dachte, ich bin euer aller Ziel. Keiner von euch zu sehen. Schauen wir uns erstmal um. Oh! Fuck, nein! Meine Ladung geht gleich hoch. Da sind noch ein paar Halbstarke bei. Hast du gesehen? Alles sauber. Ich gehe weiter. Ich guck mal woanders nach. Oh! Was soll das sein? Ich erlaube mir ein bisschen euren Spaß mit euren technischen Spielereien. Okay, das war's aber auch schon, was ich gegen euch benutzen kann. Ganz schön ärgerlich. Auf jeden Fall muss erstmal er. Hier schieße ich in den Sack. Bin gleich soweit. Verdächtiger auf der Flucht. Was? Technische Probleme hier. So, Scharfschütze im Heli auch weg. Wieso sprengt ihr euch gegenseitig mit Granaten in die Luft? Seid ihr blöd? Werfen kann der Kamerad gut. Hätte er nur noch in die richtige Richtung werfen müssen. Ich finde diese Zeit mit dem Regenkopf auch immer noch. Toll. Ja, kurz mal ein bisschen regenerieren. Na, guck raus aus deinem Loch da hinten. Haltstelle, mach den Luftraum für uns frei. Ah, die schon wieder. Genau, hau ab, Hubschrauber. Und du zeig dich endlich. So. Ja, bald eingeholt, hoffe ich. Das war da, wo wir schon waren. Dann rein hier. Schöne gepolsterte Tür. Das ist reine Zeitverschwendung. Der ist weg. Wir mussten unsere Zusammenarbeit mit Clara Little beenden. Eine begabte Hackerin. Hat früher oft für uns gearbeitet. Leute aufgespürt, die wir über die regulären Kanäle nicht finden konnten. Kennt unsere Arbeit. Nur hat sie leider ein Gewissen entwickelt. Charmant, sehr klug. Leider ist sie zu einem Risiko geworden. Es ist traurig.
Ich habe Vielversprechendes über einen anderen Hacker gehört. Einen jungen Mann namens Default. Wir müssen unbedingt ein Treffen arrangieren. Den wird er jetzt wohl nicht mehr treffen. Ah, toll, jetzt müssen wir jetzt sogar aufmachen. Nun, hier wären wir. Ja. Sie sind noch jung, Mr. Pierce. Drehen Sie sich einfach um. Gehen Sie weg. Nein. Ich schwöre Ihnen, dieser Raum ist absolut sicher. So viele Leute wollen Sie schnappen. Das gilt auch für mich. Aber es ist weitaus schwieriger, als wir dachten. Einkommen, 11 Millionen Dollar. Oh. Ist alles in Ordnung? Ihre Anteilnahme in Ehren. Aber konzentrieren Sie sich lieber auf die Flucht. Aber flott. Ich bin ihretwegen hier. Glauben Sie, kugelsicheres Glas hält mich auf? Was haben Sie vor? Einem alten Mann beim Sterben zu sehen. Größere Männer als Sie wollten mich vernichten. Ich habe sie fertig gemacht. Jeden Einzelnen. Dafür habe ich deinen Herzschrittmacher gehabt. Gehackt. Wollen Sie, dass ich bettele? Lucky Quinn? Auf den Knien. Betteln Sie ruhig, das interessiert mich nicht. Sie wissen gar nicht, warum wir Sie angriffen. Es war ein Fehler. Wir dachten, Sie wollen das. Sie waren schlampig, wären Sie abgehauen. Ich hätte Sie vergessen. So eine reizende Frau, Rose Washington. Wäre sie nicht gestorben, wo wäre ich dann? So viele Frauen sterben ohne Sinn. Wenigstens hatte sie den Anstand, vor einer Kamera zu sterben. Der Bürgermeister war immer sehr unvorsichtig. Und dumm genug, sich zu verlieben. All das. Lenas Tod. Nur weil sie fürchteten, ihre Marionette zu verlieren. Glauben Sie, sie gewinnen? Wenn ich sterbe, kriege ich eine Statue. Und sie? Die Stadt lebte weiter, als ihre Familie trauerte. Weil sie nicht wichtig sind. Ich weiß es. Es gibt Beweise. Noch nicht gehört? Ich bin der Rächer. Ich erledige Abschaum wie Sie. Ebenfalls eine Legende. Gehen wir in den Headshot, machen den Rest. Das ist meine Stadt. Nicht mehr. Ich gebe sie ihnen zurück. Den Bewohnern. Quinn ist tot. Ich sollte jetzt wohl sagen, dass ich mich leer fühle, oder? Ich würde mich selbst belügen.
Endlich fühle ich mich wach, als könnte ich wieder atmen. Und Lina? Nichts macht ihren Tod ungeschehen. Aber vielleicht kann ich etwas tun, das doch etwas ändert. Tibor, es war tatsächlich Quinn. Ich lade dir gerade ein Video hoch. Ein Video? Von was? Siehst du dann. Und jetzt raus aus der Hütte hier. Oh Gott. Irgendwie habe ich den nicht kommen sehen. Sollten wir sie... Wie? Ich konnte nicht rechtzeitig entkommen. Was? Jetzt auch noch mit Hektik einlaufen? Bäh. Okay. Dann diesmal etwas schneller. Dann machen wir direkt raus. Tibor, es war tatsächlich Quinn. Ich lade dir gerade ein Video hoch. Ein Video? Von was? Siehst du das? So, jetzt hack die Kiste und dann weg hier. Oh, wir sind schon draußen. Weg mit dir. So. Und nun? Wir brauchen irgendwas Fahrbares. Oder müssen unentdeckt bleiben. Streifeneinheit vor Ort. Rücken vor. Over. Achtung, Waffe! So, nur noch ein bisschen. Schon seit längerem nicht gesehen worden. Das ist schon mal sehr gut. Wo versteckt sich der Kerl? Kann ihn jemand sehen? Müssen nur auf dem Heli aufpassen. Dass der uns nicht entdeckt, dann haben wir's. Na? Letzten 5%. Puh. Na, scheiße. Verdächtiger vor Ort, gesehen. Erklär mir, wie du nicht wissen konntest, dass dieses Flittchen Clara, sie war, die uns verkauft hat. Wovon redest du denn? Warum sollte sie dich anrufen? Keine Ahnung. Sie dachte, ich tausche sie gegen deine Schwester. Ist das nicht rührend? Ich finde es verdammt traurig. Hast dich wohl ausspielen lassen? Lass sie dem. Ich mein's anders. Halt sie da raus. Wir sind keine Ein SUV mehr. Wurde dem Verdächtigen Alles bereits weg. Hinterhergeschickt. Warum den? Warum hat sie ihn angerufen? Sofort ein Täterprofil in Umlauf. Das ist wirklich interessant zu wissen. Wo bist du, Clara? Na los. Clara Lilly ist lokalisiert. Jetzt sind wir gerade innerhalb von kürzester Zeit zweimal vor der Polizei geflüchtet. Lief aber ganz gut, würde ich sagen. Und mit dem
Ende dieser Mission werde ich mich jetzt aus dieser Episode verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also wir sehen uns in der nächsten Runde Watch Dogs wieder. Bis dahin, ich wünsche euch einen schönen Tag.